genau, Frau. So rum oder so rum, wie ihr wollt. Ja. So, soll ich sagen, Professor vielleicht? Nö. Habe ich mir fast gedacht. Wie bei Herrn Dezel? Er ist quasi als lehrender Professor, sage ich Professor. Okay. Läuft die Musik? Die war schon. Dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Saal bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause bei Phoenix unter anderem, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem spannenden Panel, was jetzt ansteht in den nächsten 60 Minuten. Herzlich willkommen. Worum geht's? Es geht ums Geld, den Rundfunkbeitrag. Er soll erhöht werden am 2025. Die Sender ARD, ZDF, Deutschland, Radio und Deutschlandfunk, die haben ihre Anmeldungen gemacht. Knapp unter 19 Euro ist das der Wunsch jetzt. Die KEF hat geprüft. Jetzt ist der Ball im Grunde genommen bei der Politik. Und ja, jetzt hat die Politik gesagt, wir gehen noch mal in eine Schleife. Wir wollen noch was. Und jetzt können wir reden, wie geht es weiter, in welcher Welt, in welcher Medienwelt leben wir auch derzeit. Also es wird allgemein interessant, es wird aber auch im Konkreten natürlich jetzt sehr spannend. Ich will Ihnen kurz die Teilnehmer dieses Panels vorstellen. Ich fange, damit die Kamera es einfach hat, vielleicht rechts außen an, was nicht politisch gemeint ist, auch wenn er von der Welt kommt. Ich begrüße herzlich Christian Meyer. Christian Meyer hat auch einen bekannten Medienblog, die Medienwoche, den er macht, aber er schreibt vor allem für die Welt und ist Medienjournalist. Daneben sitzt Professor Kai Gnifke. Zwei Ämter im Moment hat er, die sehr spannend sind. Er ist Intendant vom Südwestrundfunk und er ist Vorsitzender der ARD, was im Moment, glaube ich, kein Zuckerschlecken ist, oder? Ja? Daneben ist Karin Brieden, reich an Erfahrung als Verwaltungsjuristin, in Staatskanzleien gearbeitet, unter anderem Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Jetzt ist sie stellvertretende Intendantin des ZDF und sie hat diese Hauptabteilung unter sich als Verwaltungsdirektorin, über die auch immer gesprochen wird, das ist Personal und Finanzen. Das ist ja auch sehr spannend. Sie sind sozusagen beide das Team Öffentlich-Rechtliche. Herr Meyer ist das Team, ja, Privatmedien, auch spannend. Jetzt gehe ich weiter zum Team Politik. Ich begrüße sehr herzlich Oliver Schenk. Erstmal Applaus für Frau Bried. Oliver Schenk ist von der Staatskanzlei in Dresden hier zu uns gereist und er vertritt die Politik auch der CDU, muss die auch koordinieren für die Medienpolitik der Länder. Und das ist kein Zuckerschlecken im Moment, oder? Wir werden hören. Oliver Schenk, herzlich willkommen. Auch Sie. Heike Raab hat immer so viele Ämter, dass ich gucken muss, dass ich die alle voreinander kriege. Sie ist Staatssekretärin, sie ist Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und für Medien. Ja, als wenn das nicht Jobs genug sind. Herzlich willkommen. Und Professor, Vorname ist Professor sozusagen, auch Lehrender für Betriebswirtschaft aus Karlsruhe. Herr Dezel, Sie sind Vorsitzender der KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Rundfunkbedarfs, des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Ja, da muss man immer ganz korrekt sein und das wollen wir auch sein. Ich glaube, erstmal herzlich willkommen, Professor Dezel. Ich glaube, das vielleicht vorab auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Das ist wichtig, dass wir im Moment, wo die Zeiten ja doch sehr unruhig sind, ja, alle sind sehr aufgeregt, wir haben die schlimme Situation in Gaza, Israel, wir haben den Russlandkrieg in der Ukraine, wir haben riesen Umwälzungen in Politik und Gesellschaft,
dass wir hier korrekt versuchen, die Worte zu finden für diese schwierige Situation, uns sachlich auseinandersetzen. Und das, ich habe das an früheren Stellen schon mal gesagt, was man seit 2000 Jahren auch in der römischen und griechischen Antike schon versucht hat zu machen, nämlich eine sachliche Argumentationslinie zu finden, auf deren Grundlage man dann Entscheidungen trifft. Und nicht, dass das so wirr und hin und her geht und alle durcheinander reden, jeder weiß was, aber doch weiß keiner was, aber die Zeiten sind halt so unruhig. Also wir versuchen hier ein bisschen Ruhe in den Karton zu bringen und auch eine gewisse Geradlinigkeit. Das wäre sozusagen mein Wunsch für die nächsten 60 Minuten und damit vielleicht auch einen Beitrag zu setzen für eine Art Diskussionskultur in Deutschland, die es vielleicht an dieser und jener Stelle nicht so gibt derzeit, wie man sich das im demokratischen Verständnis vielleicht auch wünschen kann. Soweit gepredigt vorab. Mein Name ist Michael Saar übrigens und ich darf diese Podiumsrunde leiten. Wir haben hier schon mal in ähnlicher Runde vor einem Jahr zusammengesessen. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Hat sich auch viel, viel geändert oder ist es im Grunde genommen jetzt ein Weiter-so, wenn wir die nächsten 60 Minuten über die Höhung des Rundfunkbeitrags reden? Was meinen Sie? Fange ich mal an, weil bei uns tatsächlich sich seit dem letzten Jahr, da haben wir ja in ähnlicher Runde gesprochen, da hatten wir gerade unsere Anmeldung, unsere KEF-Anmeldung abgegeben. Und Herr Saar, Sie haben damals gefragt, wie hoch wird der Rundfunkbeitrag, was wird die KEF empfehlen? Und wir haben damals gesagt, das ist noch ein ganz weiter Weg, wir sind ganz am Anfang, vor der ersten Stufe. Seitdem ist wirklich ziemlich viel passiert. Viele, viele Stellungnahmen, die wir in der Zwischenzeit abgegeben haben, viele, viele Stellungnahmen, Diskussionen, Austausch mit der KEF, auch mit den Ländern zwischendurch, aber in erster Linie mit der Kommission. Das war anstrengend und die Kommission hat, vielleicht war es eben auch schon angesprochen worden, ja erheblich gegenüber unserer Anmeldung gekürzt, also insgesamt so 2/3 unseres angemeldeten Finanzbedarfs und wir hatten letztes Jahr schon gesagt, wir haben sehr moderat unterhalb der Inflation, deutlich unterhalb der Inflation schon angemeldet, also insofern viel passiert, viele Diskussionen, viel Arbeit und jetzt stehen wir vor der nächsten Stufe, die zweite Stufe ist jetzt abgeschlossen, jetzt ist eben schon mal angesprochen worden, sind die Länder am Zug, aber dazu kommen wir sicherlich noch. Da kommen wir drauf zu, aber die erste Frage muss auch sein, die Anmeldungen sind geschrieben, aber es heißt ja immer wieder, der Öffentlich-Rechtliche ist zu fett, zu groß, zu breit, braucht man diese 100 Programme, braucht man die 500 Social-Media-Kanäle, kann man da nicht schon in sich kürzen und ist nicht da sozusagen auch der moderate Mittelweg, weil hey, in Deutschland explodieren die Kosten, wir wissen es, jetzt kann man ja nicht sozusagen als Öffentlich-Rechtlicher herkommen und sagen, naja, wir hätten gerne so und so viel mehr, wie immer, machen wir das wieder so im geordneten Verfahren von früher. Ja, mich hat das schon ein bisschen überrascht, dass die KEF in der Lage war, 2/3 der Anmeldung zu kürzen. Da frage ich mich schon, was heißt denn das dann? Also wurde da tatsächlich moderat angemeldet oder eben nicht? Ne? Und natürlich haben wir hier einen Prozess, der, glaube ich, bewährt ist, der schon lange angehalten hat, der sich aber verschärft hat durch die letzte Runde mit Sachsen-Anhalt und jetzt dadurch, dass einige Bundesländer gesagt haben, da gehen wir nicht mit. Und da merke ich dann, dieser Prozess als solches, da hat man dieses Gefühl, Mensch, schon wieder. Und das tut natürlich, das ist nicht gut für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, dass das dieses Gefühl gibt, jetzt streiten die sich wieder, jetzt geht es wieder vor das Bundesverfassungsgericht. Deswegen wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir jetzt eine pragmatische Lösung finden, in dem Sinne, was Sie gerade gesagt haben, also ergebnisorientiert darüber zu sprechen, was jetzt am besten der nächste Schritt ist. Und da gibt es ja dann auch sicherlich einige Auskünfte hier noch im Verlauf der Diskussion. Hoffentlich. Frau Raab hatte sich auch gemeldet. Herr Dill. Seit letztem Jahr hat sich mega viel verändert. Und lassen Sie mich das sagen, es hat sich verändert, dass wir noch mehr dafür tun müssen, dass wir Qualitätsmedien in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und wenn wir die Befunde haben, dass 20 Millionen Leute unter 30 Jahren nur noch bei TikTok unterwegs sind, dann bedeutet das für mich, wir brauchen andere Stränge und Qualitätsjournalismus muss finanziert werden, der auch die Möglichkeit hat, in der breiten Gesellschaft eben auch die Menschen mit faktenbasierten Informationen, auch Kultur- und Bildungsangeboten zu versorgen.
Und wenn ich davon ausgehe, dann bin ich auch sehr froh, dass wir die Ergebnisse des Zukunftsrates im Januar präsentiert bekommen haben. Denn der Zukunftsrat hat genau das auch deutlich gemacht und hat gesagt, wir reden ja dieses Jahr auch über 40 Jahre privaten Rundfunk. Und dass Qualitätsmedien sind nicht nur öffentlich-rechtlich, sind auch privat. Aber der Zukunftsrat hat nochmal dargestellt, warum und wieso es einen öffentlich-rechtlichen braucht und warum er sich verändern muss. Und das, finde ich, ist die wichtigste Diskussion, die wir haben. Und in diesem Momentum haben wir die Empfehlung unseres unabhängigen Expertengremiums, der KEF, bekommen. Und auch das ist ganz wichtig, denn wir leben in einer Demokratie. Und diese Demokratie braucht Rechtsstaatlichkeit, die braucht auch Verfahrenssicherheit und die braucht eine Verlässlichkeit. Und deshalb finde ich es gut und wichtig, wie wir heute diskutieren. Und das, was wir vom Zukunftsrat in der Rundfunkkommission, das ist eine wahnsinnig hohe Taktung. Und Karin Brieden hat eben in der Pause, es darf ich sagen, mal scherzhaft gesagt, ihr macht schon wieder einen Staatsvertrag. Wir haben jetzt zwei in der Pipeline, die haben aber nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Aber der 7. soll es, dieser Reformstaatsvertrag soll im Herbst vorgelegt werden, im Oktober. Und da arbeiten wir als Vorsitzland der Rundfunkkommission mit den Länderkolleginnen und Kollegen in einer engen Taktung dran. So, und Reform ist das eine und die Finanzierung von Qualitätsjournalismus ist das andere. Da kann aber Herr Detzel wieder was sagen und die Verlässlichkeit von Verfahren. Und da setzen wir uns als Vorsitzland für ein, dass wir die einhalten. Die ist auch gewahrt und muss gewahrt bleiben. Frau Rapp, vielen Dank. Bevor ich das Wort weitergebe, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Das habe ich eben auch nicht ganz komplett vielleicht gesagt. Ihre Aufgabe ist es jetzt auch in Person, die Politik insgesamt in Deutschland ein Stück weit zu koordinieren, die Medienpolitik, nicht? Also die A- und die B-Länder, wie es im politischen Jargon heißt, also die eher CDU- und eher SPD-geführten Länder. Also von daher eine Aufgabe, die größer nicht sein kann, wahrscheinlich bei den auseinanderdriftenden Meinungen, oder doch nicht? Wir sind jetzt so gleich reingesprungen da in diese Finanzierungsdebatten auch, weil Ihre Ausgangsfrage ja, was hat sich verändert? Ich will mal versuchen, ein bisschen das größere Bild. Ich glaube, dass insgesamt das Thema Medienpolitik heute einen ganz anderen Stellenwert hat als vor 5 oder 10 Jahren. Ich finde, das merkt man auch an diesem Kongress, dass das Interesse, dass auch die öffentlichen Debatten, die wir führen über Medien, deutlich zugenommen haben. Ich glaube, die Gesellschaft spürt, hier die Leute, die mit diesem Thema beruflich, halbberuflich verbunden sind, ohnehin, dass die Dinge brüchiger werden. Und dass wir uns über den Wert einer guten Medienlandschaft, einen Wert einer guten Medienpolitik stärker bewusst werden. Weil wir merken, wie wichtig es ist, auch Diskursräume zu schaffen, Diskursräume, in denen sauber diskutiert wird. Angesichts der Tatsache, dass wir an anderen Stellen in einem Maße mit Fake News und Legendenbildung konfrontiert werden, was uns das Zusammenleben schwierig macht. Wenn ich mir angucke, was wir auf Telegram teilweise an Gruppen haben, ich habe es hier im Freistaat Sachsen, da haben wir 150.000, die einzelnen Gruppen hier folgen, die eigentlich nur das Ziel haben, bewährte Strukturen unserer Gesellschaft zu zerstören. 150.000, das ist mehr als viele überregionale Tageszeitungen an Abonnenten und täglichen Lesern haben dort. So, und dazu dann das Gegengewicht zu schaffen, diejenigen zu stärken, die auch für unsere Demokratie unterwegs sind, für unser Gemeinwohl, das hat sich, glaube ich, verändert, weil das die Frage war. Da sind wir jetzt, sagen, untereinander jetzt in einem sehr, sehr intensiven Diskussion darüber, wie wir diese Reformen auch voranbringen, weil wir ja auch merken, wie dieses System in Frage gestellt wird von Kritikern, aus großen Teilen der Gesellschaft. Wir haben Wortmeldungen aus der Politik, die sagen, dass wir das, was da jetzt gerade abläuft, so überhaupt nicht mittragen, bei uns überhaupt nicht durch die Parlamente bekommen. Das war schon bei der letzten Beitragsfestsetzung sehr schwierig, aber am Ende hat man es mit Unterstützung aus Karlsruhe dann hinbekommen dort. Ich finde, man kann diesen Weg über Karlsruhe nicht jedes Mal gehen, weil es auch dann irgendwie das ganze System schwächt. Und deshalb ringen wir jetzt mit dem Zukunftsrat, den wir eingesetzt haben, mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, mit Herrn Detze, mit den Anstalten, darum, wie stellen wir dieses System zukunftssicher aus, damit es seine Aufgabe
auch in der Zukunft erfüllen kann, die so wichtig ist für unsere Gemeinwohl und unsere Demokratie. Das heißt, wir sind mitten in einer gesellschaftspolitischen Debatte, wo die Medienpolitik sozusagen immanent wichtig geworden ist. Aber eigentlich müssen wir es vom Horizont her sehen, von der Gesellschaft, die sich verändert, und dafür ein passendes Dach bauen, was wetterfest ist für die nächsten Jahre. Herr Detzel gleich, aber vielleicht zuerst Herr Knifke. Vielleicht ist Knifke und dann kann bin Ihnen, Herr Schenk, sehr, sehr dankbar, dass Sie tatsächlich genau nochmal den übergeordneten Aspekt thematisiert haben. Weil bevor wir uns von der scheinbar existenziellen Frage von 58 Cent irgendwie leiten lassen, nochmal vor die Klammer zu ziehen, warum braucht es eigentlich einen funktionsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und da sind so ein paar Fragen einfach, stehen jetzt im Raum, die zu beantworten sind. Nämlich, werden wir in den nächsten Jahren, wo das ein zentrales Thema wird, weiterhin eine neutrale, eine unabhängige Institution haben, die Fälschung und Wirklichkeit auseinanderhält für die Menschen in Deutschland? Wollen wir, dass wir künftig alle nur noch Blockbuster zu sehen kriegen, oder wollen wir den Regionen Deutschlands Gesicht und Stimme geben, und zwar auch auf digitalen Medien? Wollen wir uns, das ist ja die dritte Frage, wollen wir uns amerikanischen und chinesischen Tech-Konzernen ausliefern und deren Algorithmen, die nicht nur nach, sagen wir mal, gemeinwohlorientierten Prinzipien funktionieren, wollen wir uns denen ausliefern, oder sagen wir, wir haben in Deutschland was drauf, wir haben eine gute Medienlandschaft und wir können da auch dem was entgegensetzen? Diesen Weg würde ich eher empfehlen, diesen Weg gehen wir in der ARD. Und wenn Sie fragen, was hat sich verändert in den letzten 12 Monaten, wir haben die ARD vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist der Einsicht geschuldet, Ende 22, dass wir gesagt haben, wir müssen uns ändern, wir können nicht noch schneller rennen, wir müssen anders laufen. Wir arbeiten mehr zusammen im inhaltlichen Bereich, im redaktionellen Bereich. Wir teilen uns jetzt die Arbeit bei Hörfunkwellen. Wir teilen uns im administrativen Bereich die Arbeit. Wir werden jetzt die Basis schaffen, im nächsten Jahr werden alle auf der gleichen IT-Basis Verwaltungsabläufe organisieren. Da werden wir Riesenschritte vorangehen. Wir reden über den Produktionsbereich. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten nochmal eine Schippe drauflegen, weil wir müssen das Schicksal in die eigenen Hände nehmen und nicht warten, bis höhere Mächte uns helfen. Und dann können wir über die Frage auch reden, wie viel ist der Gesellschaft das wert und wie viel ist uns das gesicherte Verfahren wert, auf dessen Basis dieser Beitrag ermittelt wird. Vielen Dank. Bevor wir vielleicht auf jetzt Ihre Replik reingehen, wir haben eben gesagt, gesellschaftspolitisch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch zu Hause, jetzt immer auf einer geopolitischen Dimension, dieses sinozentrische Weltbild, was sich anbahnt, ja, die Pax China im Grunde genommen, der Plan, China zur führenden Macht aufzubauen, TikTok ein Stäbchen da drin, also im Grunde genommen die ganze Welt, die sich stark verändert und wo wir sozusagen gucken müssen, wo sind wir als westliche Demokratie präsent und wo sind wir als Deutschland, als sehr reiches Land quasi mit einem sehr, sehr breit ausgestatteten öffentlich-rechtlichen System unterwegs. Ne? Ja. Der Wettbewerb ist ein internationaler. Wir bewegen uns auf digitalen Plattformen. Und das ist nicht nur die Plattform in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg und nicht nur die in Deutschland, sondern wir sind in einem globalen Wettbewerb. Und da wollen wir den Regionen Deutschlands ein Gesicht geben, wollen wir Stimme geben. Darum wird es ankommen. Werden wir dort weiterhin auffindbar sein? Insofern, wir können uns da nicht abkoppeln. Wir müssen dabei sein und wir müssen tatsächlich unser Gewicht einbringen. Ganz kurz, Sie wollen dabei sein, Sie sind auch auf TikTok, aber dann kann man, das ist so ein bisschen schwierig zu verhandeln, ne? Wenn Sie das so ablehnen, dann müssten Sie doch eigentlich sagen, dann müssen wir unsere eigenen Strukturen aufbauen und unsere Leute so erreichen, wie wir das machen, und dann gehen wir eben nicht auf TikTok oder anderswo. Ne? Und ein zweites noch, es wird immer so ein bisschen so getan, als wenn jetzt allein der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Demokratie retten kann. Ich bin sehr dankbar, dass eben auch die Privatmedien genannt wurden. Das Mediensystem hat sich halt seit Gründung der Öffentlich-Rechtlichen erheblich verändert. Und ich glaube, das wird zu wenig. Man bewegt sich ja doch, kam eben im ersten Panel schon zur Sprache, sehr in so einer Blase. Das wird zu wenig ausgleichend betrachtet, glaube ich, was es alles an meinungsbildenden demokratischen Medien alles gibt. Ne? Kai Knifke direkt da drauf, dann Martin Detz. Herr Mayer, Sie haben recht, das ist ein Spannungsverhältnis. Sie müssen aber das eine tun, ohne das andere zu lassen. Was ist das erfolgreichste deutsche Medienangebot auf TikTok? Das ist ein öffentlich-rechtliches, das ist die Tagesschau. Das gleiche bei Insta.
Das heißt, wir sind dort präsent, wo die Menschen uns suchen. Dort, wo Menschen sich aufhalten, die nicht abends um 20 Uhr vorm Fernseher sitzen. Das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Aber wir müssen vorbereitet sein für den Zeitpunkt, wenn TikTok sagt, übrigens, China-kritische Inhalte finden hier bei TikTok nicht mehr statt, dann sind wir raus. Da müssen wir vorbereitet sein und deshalb müssen wir die eigene Plattform mega stark machen. Wir müssen sie wirklich auch in Deutschland besonders stark haben, damit wir auffindbar sind in diesem, in dieser gewaltigen, in dem Meer der Angebote. Und wenn wir das auf on the long run mit privatwirtschaftlich aufgestellten Medienhäusern gemeinsam tun, gemeinsame Plattformen schaffen für Audioinhalte, vielleicht auch für Videoinhalte, dann glaube ich, haben wir eine riesengroße Chance, tatsächlich auch in diesem internationalen Wettbewerb zu bestehen. Martin Detzel. Hat sich viel angesammelt. Vielleicht vorneweg eine kleine Korrektur. Die KEF ist in ihrem Prüfverfahren sehr hart und hat dafür, glaube ich, auch den Ruf, die Vertrauenswürdigkeit des Systems mit zu unterstützen. Aber wenn wir 2/3 des Finanzbedarfs kürzen würden, hätte ich Verständnis, wenn die Anstalten doch leicht erschrecken. Also wir haben 2/3 des zusätzlichen, des ungedeckten Finanzbedarfs gekürzt, also das, was beitragswirksam zusätzlich hinzugekommen wäre. Das nur als kleine Richtigstellung, ansonsten wäre das System am Ende. Zu den weiteren Fragen, was man, glaube ich, hier merkt in dieser munteren Runde, die, glaube ich, sehr wichtig ist, weil sie zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit alle Beteiligten, privat wie öffentlich-rechtlich, darum bemüht sind, einen Weg in die Zukunft zu finden, ist aber, dass wir bei Lösungsansätzen versuchen, die Lösungsansätze, die 2 Handlungsstränge, um die es geht, zu differenzieren. Ansonsten steht ein Bild, dass die Vielzahl der Anforderungen, die jetzt an den Veränderungsprozess gestellt sind, dass die sich zu einem gordischen Knoten verdichten. Und man merkt das in Diskussionen. Niemand weiß dann mehr und steht davor, wie finden wir eine Lösung. Man braucht Zeit, versucht die zu gewinnen, versucht Wege zu finden, wie man Zeit gewinnt, noch mehr Expertise von außen hinzuzuholen. Und der gordische Knoten wird immer größer. Deswegen wäre mein Vorschlag, und das möchte ich an der Stelle vielleicht in die Diskussion mal einbringen, dass wir die 2 Handlungsstränge wieder trennen, die jetzt sich zu diesem gordischen Knoten verknüpft haben. Der eine Handlungsstrang, und bitte der Hinweis an die Politik vorweg, bevor es falsch verstanden wird, es geht überhaupt nicht darum, dass die Politik nicht das Recht hat, den Funktionsbedarf, den angemessenen Finanzbedarf, funktionsgerechten Finanzbedarf der Anstalten durch die Gestaltung des Auftrages zu beeinflussen. Völlig unbenommen. Aber schauen wir uns die jetzige Situation an. Handlungsstrang 1 ist aus unserer Sicht das jetzige laufende Verfahren des 24. Berichts mit der im Raum stehenden Erhöhung, der Empfehlung der Erhöhung um 58 Cent für 25 bis 28. Das andere ist der Handlungsstrang, wie verändern wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft wettbewerbsmäßig, was will die Gesellschaft, wohin, wo besteht Bedarf, Erreichen aller persönlichen Gruppen, wie auch immer. So, Handlungsstrang 1 kann man im Blitzschlag-Stil erklären. Erstens, es gab einen Auftrag der Länder, 3. Medienänderungsstaatsvertrag von allen 16 Ministerpräsidenten unterschrieben. Zweitens, auf dieser Grundlage erfolgte die Anmeldung der Anstalten. Drittens, die KEF hat geprüft, ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass 2/3 des zusätzlichen Bedarfs durch Veränderungen in der operativen und sonstigen Tätigkeit nicht notwendig sind. Das ist sicher hart und Herr Ludwig hat zu Recht heute Morgen schon mal darauf hingewiesen, welche Konsequenzen das zum Beispiel Mitteldeutscher Rundfunk mit sich bringt. Und hat aber auch gesagt, bei dem Ergebnis von 58 Cent, zu denen die KEF gekommen ist, das ist Ober- und Untergrenze zugleich für Veränderungen, für potenzielle. So, dritter Schritt und vierter Schritt wäre jetzt, dritte Stufe, dass die Länder in ihren Länderparlamenten die Beitragserhöhung feststellen. So, und jetzt haben wir ein Dilemma, weil dieser vierte Schritt wird im Moment, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es Berufendere, die was dazu sagen können, zurzeit, ich sage es mal, ruhen gelassen, vorsichtig formuliert. Und das bringt uns auf eine ganz andere Ebene der Problematik. Denn, und da darf ich den Professor Dörr von der Uni Mainz zitieren, als Verfassungsrechtler, der Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland lebt von der Bindungswirkung eines Verfassungsgerichtsurteils. Und dieses Verfassungsgerichtsurteil hat spätestens 21 nochmal die komplette Choreografie bis zum Beitrag klargestellt. Wenn wir jetzt sagen,
wir lösen diese Bindungswirkung auf, weil es uns gefällt, im Moment, wenn es um einen Rundfunkbeitrag geht. Dann lösen wir ein Rechtsstaatsprinzip auf, worauf die gesamte Verfassung der Bundesrepublik Deutschland basiert. Das heißt auch, für jeden von uns, wie wir hier sitzen, stellen wir in die Beliebigkeit von Momententscheidungen das Recht der Freiheit des Wohnsitzes, das Recht der Freiheit... Das Recht der Freiheit, wo wir unseren Beruf ausüben, wie wir partnerschaftlich zusammenleben wollen, den Schutz von Menschenwürde und die Freiheit der journalistischen Tätigkeit. All das stellen wir mit in Frage. Und da frage ich mich, ist es wert, die Büchse der Pandora zu öffnen für eine Frage, die verfassungsrechtlich eindeutig geklärt ist? Und ich sage nein. So. Das heißt, wenn diese Frage geklärt ist, dann können wir, und da bin ich völlig offen, die KEF dabei, wir kommen bestimmt noch zu dem Thema Sonderbericht und so weiter, darüber nachzudenken, wie wir alles weiterentwickeln können. Aber lassen Sie uns die beiden Dinge trennen und vertrauen wir auf Rechtsstaatlichkeit durch Verfahrenssicherheit. Das sollte es uns wert sein. Erstmal vielen Dank, dann gehe ich gerne weiter auf einen, wenn die anderen Punkte kommen. Gerne. Ich lasse den Ball einfach weiterfließen, Frau Brien. Ja, also Herr Dietzel, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie so klar gesagt haben, weil die Verfahrenssicherheit und die Verfahrenstreue ist das wichtige Fundament für das gesamte Finanzierungssystem. Wenn das in Frage gestellt wird, dann können wir so nicht mehr weiterarbeiten, weil alles ist darauf ausgerichtet, auf dieses mehrstufige Verfahren, was, wie Sie gerade zu Recht gesagt haben, vom Bundesverfassungsgericht jetzt mehrfach eindeutig bestätigt wurde. Sie haben eben gesagt, ich bin jetzt lange schon Verwaltungsjuristin, ich bin allerdings die längste Zeit tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich war lange ja vorher auch beim Deutschlandradio in vergleichbarer Funktion, jetzt über 10 Jahre beim ZDF. Ich habe jetzt schon mehrere Verfahren vom Bundesverfassungsgericht miterlebt in dieser Frage und zum Glück für uns und ich glaube für alle ist es immer so ausgegangen. Und unsere Anmeldung und alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet und dass wir uns darauf verlassen können, dass auch die weiteren Schritte gegangen werden. Wenn diese Verlässlichkeit fehlt, ist wirklich das Fundament in Frage gestellt. Wir brauchen am Ende aber immer die Zustimmung der Parlamente auch. So. Wir haben das beim letzten Mal gesehen, dass nicht alle Parlamente zugestimmt haben. Wir haben jetzt schon im laufenden Verfahren die Hinweise aus vielen Ländern bekommen. Ich fand das persönlich nicht glücklich. Sie haben das aus Sachsenhaus auch nicht gehört, aber ich muss das ja zur Kenntnis nehmen, dass sie das nicht durch ihre Parlamente bekommen werden und sich dafür auch nicht im Kreise der Länder positiv verhalten werden. Ja. Dann ist es doch die Frage, wie geht man mit einer solchen Situation verantwortungsvoll um, wissend, was wir eingangs zum Glück mal gemeinsam festgestellt haben, wie wichtig dieses System ist. Und es wird ja auch keiner in Frage stellen, dass Reformbedarf da ist. Den gibt es seit Jahren, den kennen die Anstalten, den kennt jeder hier im Saal dort. Die Situation hat sich komplett verändert, was technische Möglichkeiten betrifft. Nun, jetzt haben wir versucht, als Sendergemeinschaft, uns auch nochmal von außen das zu bestätigen lassen, auch nochmal von außen Anregungen zu holen, weil wir in der Politik eigentlich immer ganz gut fahren, wenn wir Kommissionen haben, um auch nochmal Entscheidungen abzusichern, auch stärker in den gesellschaftlichen Bereich hinein. Das haben wir jetzt mit dem Bericht des Zukunftsrates, der kluge Vorschläge macht, wir haben sie gemeinsam beraten im Länderkreis und sind jetzt dabei, unsere Reformagenda zusammenzuführen in einem Reformstaatsvertrag. Den wollen wir im Herbst beschließen und auf dieser Basis dieses Verfahren noch einmal aufsetzen. Weil wir sagen, okay, wir haben verstanden, die Gesellschaft erwartet Reformen, sie erwartet, dass dieses System sich anders organisiert. Haben wir verstanden als Politik und das wollen wir jetzt auch auf den Weg bringen. So. Da sind wir jetzt, da geht es dann um die Frage, wie kann man Dinge, die nicht die Regionalität in Frage stellen, weil sie dafür nicht von Relevanz sind, aber wie kann man technische Dinge zusammenstehen, an einer Stelle bündeln dort, wie schafft man in der heutigen Zeit auch gemeinsame Ausspielwege, eine technische Plattform, das muss nicht 11-mal in allen Anstalten, das kann einmal organisiert werden. Und dann sieht man gleich, dass da wahrscheinlich auch Potenzial dran ist. Wir haben Herrn Ditzel und die Kolleginnen und Kollegen gebeten, das mal zu bewerten. Was heißt das auch finanziell, wenn man diese Dinge macht? Das werden wir
hoffentlich Richtung Sommer mal so eine Orientierung bekommen dort oder vielleicht auch nach den Sommerferien. Ja, ich weiß, dass Sie mit Hochdruck dann arbeiten, bin ich auch sehr dankbar dafür. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das auch gemeinsam als 16 Länder und dass wir dann auch wieder die Zustimmung von allen Ländern zu so etwas bekommen und dass wir dann auch in ein ruhigeres Fahrwasser hineinkommen, weil wir signalisiert haben, ja, wir haben verstanden, das geht nicht in den Parlamenten. Wir sehen es ja auch aus der Bevölkerung raus, die Zustimmung ist ja leider gesunken auch zum Öffentlich-Rechtlichen dort, weil es diese Kritik gibt. Und deshalb finde ich, ist es verantwortungsvoll, diese Dinge aufzugreifen, sie umzusetzen, in konkrete Maßnahmen zu überführen, immer mit dem Ziel, dass wir dieses System von Öffentlich-Rechtlichen und danke, dass wir hin, dieses duale System, was uns eine solche Stärke auch gibt. Und vielleicht das nochmal dieses große Bild am Ende, weil es ja eben diese globale Dimension. Mir ist jetzt nochmal deutlich geworden, in Europa sind wir noch 7% der Weltbevölkerung. Die Art, wie wir hier zusammenleben, wir streiten viel, wir diskutieren, wir wissen, aber sagen, unsere Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, das hat ganz viel auch mit dieser Medienlandschaft zu tun. Wir sehen ja auch, wie Europa jetzt dieses Medienthema für sich aufgegriffen hat, weil sie sagen, an einer bestimmten Region muss man sich auch Gedanken und Sorgen machen dort, dass wir hier gemeinsam einen Antritt machen, auch eine europäische, wertebasierte Berichterstattung, Presselandschaft zu organisieren, ist so wichtig. Da ist ja schon der Blick in die Vereinigten Staaten, den wir sicherlich sagen, in Demokratie sagen, als Verbündeten sehen würden dort. Aber was dort mit einer Medienlandschaft, die so aufgeheizt ist, dass den Leuten vermittelt wird im Kapitol, da sitzen Verbrecher und da gehen wir jetzt mal hin und räumen dort auf, ja, das wollen wir, glaube ich, alle hier nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Diskussionen führen, dass wir diesen Prozess angeschoben haben dort und wir das vernünftig klären, wie wir ein System schaffen, was uns insgesamt staatlich hier stärkt. Ich denke, mir wäre einfach wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, auch wir haben es verstanden. Wir brauchen Reformen und wir sind auch reformwillig. Wir haben aber auch schon vieles eingeleitet. Sie kennen vieles, wir haben den Ländern einiges vorgelegt und alleine das Ergebnis der KEF, den angemeldeten, ungedeckten Finanzbedarf um 2/3 zu kürzen, bedeutet, dass wir weitere Reformschritte ergreifen müssen. Und einen anderen Punkt würde ich gerne auch, da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, die Akzeptanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sinkt nicht, auch im Osten nicht. Wir haben also fürs ZDF steigende Werte, Zustimmungswerte, gerade auch im Osten. Trotzdem ist klar, dass wir uns verändern müssen. Wir müssen offener werden für Jüngere, wir müssen die Jüngeren besser erreichen. Da sind wir auf dem Weg, da werden viele Reformen nötig sein. Wir haben vieles angestoßen, habe ich gesagt, ne? Aber ich widerspreche dem im ersten Punkt überhaupt nicht. Wir müssen was tun, aber es klingt immer so, als würden wir jetzt erst beginnen. Das ist nicht der Fall, wir sind mittendrin. Bevor Christian Mayer, ich hatte eben ja. Frau Raab, ja, okay. Dann will ich ganz kurz zwischenschalten, ein kleiner Werbeblock heute, ein Artikel sehr gut in Die Welt, ja, über Xi Jinping, der sehr klar vorgibt, das sinozentrische Weltbild wird führend sein. Alles wird sich unter den großen Führer in China in diesem Fall fügen. Er geht sehr stark auf die Südländer, wo die meisten Menschen der Welt leben, die sehr arm sind, die das kommunistische System nicht unsympathisch oft finden. Und das sind sozusagen die eigentlichen, und der hat TikTok in der Hand. So, und das sind die eigentlichen Gegner. Das ist, was ich vorhin meinte, wir kommen von einer medienpolitisch kleinen Debatte auf eine Bundesebene, wir sind auf einer europäischen Ebene gelandet, jetzt sind wir auf einer geopolitischen Ebene, wie Herr Knifke auch vorhin schon mal einführte. Also ich finde das sehr spannend, diese Vielschichtigkeit hier auch zu diskutieren, würde bitten, dass wir die auch versuchen, bis zum Ende der Diskussion immer im Blick zu halten, diese verschiedenen Ebenen, dass wir auch vom Horizont herkommen und wissen, worum es hier eigentlich im Großen geht. Ja. Ich mache trotzdem mal im etwas kleineren weiter. Also die Bundesländer, Herr Schenk, also ich folge Ihnen da, was die Analyse angeht. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die Bundesländer sich, glaube ich, zu lange darauf verlassen haben, dass die Sender das schon irgendwie selber hinkriegen. Und man muss einfach sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als solcher sich von sich selber, natürlich kann man immer drehen hier, drehen da, was zusammenlegen, miteinander sprechen, aber das für eine richtige Reform, das ist auch so ein bisschen ein Problem, unter Reform verstehen sehr viele verschiedene Leute was ganz anderes, für eine richtige Reform reicht es da nicht. Und deswegen ist dieser Input von außen, den Frau Jeckel ja eben, finde ich, sehr, sehr gut nochmal deutlich gemacht hat, natürlich
total wichtig, denn ich erkenne das alles an, was ZDF und ARD, Deutschlandradio machen. Ich persönlich, sozusagen nicht als Privatmensch, sondern als Journalist, halte es für zu wenig. Ne? Aber wir haben leider jetzt diese Situation, dass dieses Verfahren sozusagen in Frage gestellt wird und sich überschneidet mit diesem Reform. Jetzt braucht man kein Blame Game oder so spielen und sagen, das hätte da alles viel früher machen müssen. Es ist zwar so, aber das bringt natürlich jetzt auch nicht weiter. Jetzt muss man da irgendwie einen pragmatischen Weg finden. Ich glaube halt nur, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir es langfristig betrachten, ist es halt auch immer nur bis zum nächsten und weiter und weiter. Und jedes Mal werden immer wieder dieselben Diskussionen geführt. Und das ist, habe ich ja eingangs schon gesagt, glaube ich, schädlich. Deswegen ist sozusagen, bin ich sehr gespannt darauf, was da jetzt bei rauskommt. Ich fürchte nur, dass es jetzt nicht reichen wird. Aber das ist jetzt erstmal natürlich der erste Schritt, der gegangen werden muss. Heike Raab. Das sagt sich immer so super leicht, dass wir das nicht tun, aber da widerspreche ich ganz klar, denn wir haben im letzten Jahr schnell, konsequent 2 Medienstaatsverträge mit Reformen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgebracht. Den einen haben wir sogar vor der Schlesinger-Affäre begonnen, wo es um Gremienstärkung ging, um die Flexibilisierung der Programmbeauftragung. Und dann haben wir mit dem 4. ganz klar auf diese Vorkommnisse bei der ARD Wert gelegt und sie auch gelöst. Jetzt sage ich aber auch, Herr Mayer, Medien sind grundsätzlich unter Druck, Qualitätsmedien auch. Und Sie auch mit den Zeitungsverlagen haben zunehmend Probleme. Und deshalb haben wir uns auch dafür eingesetzt, und leider ist es von der Bundesregierung noch nicht umgesetzt, dass es auch eine Presseförderung gibt. Und deshalb sage ich einfach, wir müssen auf alle Qualitätsmedien schauen. Und so wie wir das tun wollen, gehört für mich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu. Und Oliver Schenk und ich, wir arbeiten jetzt schon eine Weile in der Rundfunkkommission zusammen und wir sind uns oft inhaltlich einig, aber an einem einzigen Punkt nicht. Und wir sind uns einig, dass wir Tempo in den Reformprozess reinbringen, dass wir die Reform nicht verschlendern dürfen. Das darf überhaupt nicht passieren. Und dass wir die Bedeutung, haben wir beide, glaube ich, deutlich hervorgehoben, warum wir das System reformieren wollen und wie wir es reformieren wollen. Wir wollen die Doppelstrukturen ausbauen. Und heute ist in der FAZ auch noch ein langer Beitrag über die Immobilienfragen dazu lesen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir diese Dinge auch regeln, wie wir die Gremien ertüchtigen und ob man in der ARD alles neunmal braucht, was ist mit den Kompetenzzentren. Wir haben einen klaren Zeitplan und wir haben auch Kai Kniffke und die Kolleginnen und Kollegen gebeten, uns auch einen Zeitplan für Reformen vorzulegen. Aber es geht miteinander. Und wenn man heute den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu erfinden würde, der sähe vielleicht ganz anders aus. Aber wir reformieren jetzt nicht Föderalismus 3, sondern wir arbeiten, wir bauen das System um, wir wollen es digital und zukunftsfähig machen und es muss mehr junge Leute auch erreichen, weil sonst wird 2040 keiner mehr öffentlich-rechtlichen konsumieren. Jetzt komme ich zu unserem einzigen Punkt, wo wir Dissens haben. Der einzige Punkt ist, wie verfahren wir? Und es wird dauernd über die Länder geredet, die möglicherweise Schwierigkeiten sehen in ihren Landtagen. Ich will mal über Länder reden, die diese Schwierigkeiten nicht sehen und warum. 0,58 Cent kann das nicht bewerten. Wir waren etwas erstaunt, wie niedrig die Beitragserhöhung ausgefallen ist. Und wenn Sie es mal umrechnen, sind Sie mal, ich weiß nicht, wie die Bäckereipreise überall sind, aber es ist ein Brötchen. Ein Brötchen mehr oder weniger, was wir im Monat ausgeben. Aber das gelingt nur, weil die Beitragsumstellung vor ein paar Jahren erfolgt ist und weil es hier auch immer wieder Reformschritte gegeben hat. Jetzt geht mir auch manches zu langsam. Jetzt spreche ich mal persönlich. Wir haben die Flexibilisierung den Anstalten an die Hand gegeben, aber bisher haben wir noch keinen Vorschlag, weder vom ZDF noch von der ARD bekommen, welche Spartenkanäle man einstellen will. Wir wollen das ändern. Wir hätten es gewünscht, dass die Vorschläge kommen, aber wenn sie nicht kommen, werden wir Vorschläge unterbreiten. Und da sind wir im Länderkreis einig. Aber wir sind uns einig, dass wir auch in den Landtagen, und da sitzen wahrscheinlich im ganzen Bundesgebiet 1000 Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wir werden sie nur überzeugen, wenn eines gelingt, erstens mal, dass
die Reform überzeugend ist. Zweitens mal, dass das ist, da zitiere ich immer gerne Tim Davis, der Öffentlich-Rechtliche must be loved and used. Er muss qualitativ überzeugen, er muss die Jungen erreichen, er muss auch vieles, ist auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir genau hinwollen. Wir müssen auch über Fragen reden, das klang ja vorhin schon mal an, wie gehen wir mit Klangkörpern um, was ist mit beitragsfremden Finanzierungen, und da muss ein Gesamtkunstwerk draus werden, was wir dann vorlegen wollen, und das erwarten die 16 Landtage von uns. Und dann glaube ich, wenn es eine überzeugende Reform gibt, die zeigt, wie stellen wir den Öffentlich-Rechtlichen für die Zukunft aus, dann haben wir auch mehr Argumentationen und Gründe, die wir vortragen können für die 58 Cent, die auf 4 Jahre gerechnet werden. Und ich kann die Anstalten an der Stelle, wir brauchen da jetzt ein Stück weit Zeit. Wir brauchen Zeit für die Diskussion, und deshalb bitte ich darum, dass der 1.1.2025, denn Diskussion in der Demokratie geht nicht von heute auf morgen. Frau Rapp, vielen Dank. Nur zum Verständnis, verstehe ich es richtig, Sie als Medienpolitiker, A- und B-Länder, sind auch ein bisschen in der Bringschuld gegenüber den Parlamenten als Ganzes, müssen sozusagen ein überzeugendes Konzept bieten und wünschen sich mehr Offensive vielleicht auch der Sender, dass man nicht nur immer sagt, wir brauchen und wollen, sondern wir möchten. Sorry, jetzt möchte ich doch machen. Ja, hauen Sie rein. Ja, schönen Dank. weil, nochmal, ich habe alles Verständnis der Welt, auch für die Hinweise aus der Politik. Sie haben es beschrieben, Sie beide haben es beschrieben, dass Reformen erwartet werden. Dem stellen wir uns. Und das hilft dann halt nichts, weil wir haben über Diskursqualität gesprochen, wenn man dann, egal was wir tun, immer sagt, es ist nicht genug, es ist zu langsam. Ich lade jeden herzlich ein, einmal zu uns in die Häuser zu kommen, an den Diskussionen teilzunehmen, an den zahllosen Arbeitsgruppen, die wir haben, um an allen Ecken und Enden jetzt den letzten Cent auszukehren, um Effizienzreserven zu erheben, um Kooperation zu verstärken, um Arbeitsteilung zu verstärken. Die Menschen sind hier am Poller. Und wenn die mir sagen, Kniffke, wenn du mir noch mit einer Arbeitsgruppe kommst, dann bin ich hier raus. Ich lade sie alle mal herzlich ein, daran teilzunehmen. Wir fahren das Ding im Moment echt auf Kante. Ich klage nicht darüber. Ich finde, wir haben eine Bringschuld. Aber wenn wir, egal ob es von Herrn Mayer oder aus der Politik immer nur hören, es ist nicht genug, es ist nicht schnell genug, dann wird irgendwann die Motivation der Menschen, das auch umzusetzen, sinken. Wir geben Vollgas. Und ich habe gesagt, wir werden in den nächsten Monaten noch mal eine Schippe drauflegen. Thema Flexibilisierung, ich wollte nur noch mal daran erinnern, da steht die Möglichkeit zur Flexibilisierung dran. Wenn es eine Pflicht zur Flexibilisierung gäbe, dann hätte man das so in den Staatsvertrag schreiben sollen. Dann hätten wir das, dann hätten wir Klarheit, dann hätten wir auch keine Diskussion darüber. Aber ich will nur noch mal sagen, wir werden in den nächsten Monaten noch mal eine Schippe drauflegen, und zwar genau in der Richtung, die der Zukunftsrat beschrieben hat. Deshalb bin ich denen unendlich dankbar für ihre Arbeit. Ich versuche nur an einer Stelle den Gegenbeweis zu dem anzutreten, was Julia Jeckel heute noch mal gesagt hat, dass wir im System nicht reformfähig sind. Und ich möchte den Beweis antreten, wir sind im System reformfähig, wir müssen nicht das System erst sprengen, um dann ein neues zusammenzusetzen, sondern diesen Beweis wollen wir antreten, und ich finde, die ARD ist da auf einem ganz guten Weg. Also ganz kurz darauf reagiert, ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Medienjournalisten oder Journalisten zu sagen, was schiefläuft. Im Probleme lösen sind Journalisten meistens nicht so gut, aber im Probleme aufzeigen. Und das finde ich jetzt umgekehrt auch etwas problematisch, wenn Sie sagen immer nur, es geht nicht zu schnell, es ist nicht gut genug, nicht viel, zu viel. Wir messen Sie jetzt mal an dem, was Sie sagen, aber mein Eindruck ist, ich höre mir das in diesen Runden nach jeweiligem ARD-Vorsitz seit Jahren an, wir machen dieses, wir machen jenes, und wir reden immer noch drüber, und jetzt kommt die richtige Reform. Also, ja bitte, ja dann... Kompetenzzentren gehen jetzt in diesen Tagen an den Start, da sind sie, einfach mal angucken, ja, das und dann schreibt man vielleicht auch... Das ist ja auch wunderbar, die Kompetenzzentren, das Radio, sie machen was, das erkenne ich an, Opern, aber... Gemeinsame Opernabend an allen Kulturwelten am 20. April, einfach mal reinhören. Aber betrachten Sie uns nicht als Gegner, so tun sie nämlich immer, sondern als sozusagen diejenigen, die da auch dafür sorgen, dass diese geordneten Bahnen und diese Reformen angestrebt wird, siehe RBB. Ja? Das stellt ja auch keiner in Frage, was Herr Kniffke beschrieben hat. Ich glaube, das sehen wir alle.
du bist im Südwesten dort, ich sehe es hier im mitteldeutschen Raum, wie sehr diese Fragen diskutiert werden, was passiert. Wir kriegen das auch bestätigt von Herrn Ditze und den Kolleginnen und Kollegen. Aber die Vorschläge, die jetzt der Zukunftsrat gemacht hat, gehen ja deutlich über das hinaus, was derzeit an Reformprozessen innerhalb der Strukturen läuft. Es geht ja sagen um das bessere Zusammenarbeiten. Es geht darum, Chancen zu nutzen, die heute da sind im Digitalen. Dinge, die an anderer Stelle schon gemacht worden sind in unserem Wirtschaftsleben, wo man Dinge zusammenführt, dass wir sagen, diesen Weg jetzt auch gehen, eine gemeinsame Plattform, all diese Dinge zu schaffen dort. Da sind ja auch Potenziale drin und das gilt es jetzt auf den Weg zu bringen. Das sind Dinge, die haben wir uns auch vorgenommen. Ich nehme das auf und wir sehen das ja auch, dass manche Dinge vielleicht aus der Politik heraus auch schärfer formuliert werden müssen da. Ich verstehe das auch, dass man dann auch vielleicht auf die Politik stärker verweisen kann, dass Dinge gemacht werden müssen. So, in dieser Phase sind wir, da gibt es viel Potenzial und ich finde, das müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, wenn die Gesellschaft sagt, wir erwarten dort auch noch Veränderungen dort. Wobei das immer nur die eine Seite der Medaille ist aus meiner Sicht. Es geht ja auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist interessanterweise auch immer gar nicht so ganz das ganz große Thema dort. Unmut in der Bevölkerung und Akzeptanzfragen rühren natürlich auch aus der inhaltlichen Seite. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ja? Wie ist Programm? Wo setzt man Schwerpunkte? Wird es als belehrend? Wird es als übergriffig wahrgenommen? Das ist etwas, was ich wahrnehme in der Vergangenheit dort. Ich sehe auch da Diskussionen in den Anstalten, wie man Dinge auch verändert und wie man da auch zu anderen Formaten kommt, wie man auch stärker nochmal in Regionen hineingeht. Sie kennen alle das Thema hier in Ostdeutschland, in Mitteldeutschland. Wo ist eigentlich die Präsenz auch derjenigen, die Programm machen? Diese Gemeinschaftseinrichtungen, 50 Gemeinschaftseinrichtungen von ARD und ZDF und 49 sitzen in Westdeutschland, das trägt nicht dabei, diese Akzeptanz zu stärken. Deshalb war es, finde ich, tolle, gute Entscheidung, dass auch Carola Wille sich da nochmal auf den Weg gemacht hat, dass das Mittagsmagazin jetzt hier aus Leipzig produziert wird. Das macht natürlich etwas in der Berichterstattung auch, wenn Menschen hier zu Hause sind, wenn die Themen hier aufnehmen, wenn man da näher dran ist, das bringt auch nochmal das Programm näher an die Menschen heran. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und das wird manchmal unterschätzt. Aber da will ich wirklich dafür werben, dass man diese Regionalität, was ja eine unglaubliche Stärke der ARD ist, auch wirklich ausspielt. Und dass man es auch überall bringt dort und damit auch wieder etwas dazu beiträgt zur Akzeptanz dieser Anstalten, aber gleichzeitig auch zur Politik- und Demokratiestärkung in diesen Regionen mit dazu beiträgt. Jetzt lege ich es mal fest. Exakt. Ja. Exakt. Herr Detzel. Ist seit längerem schon hier in der Warteschlaufe, aber genau Herr Knifke direkt dazu. Dafür sind wir da. Unsere DNA besteht aus Regionalität. Und deshalb bitte ich auch an der Stelle nochmal den Diskurs aufrichtig zu führen. Da haben wir eingangs uns ja drauf verständigt. Weil dann fallen auch so Sätze, ja braucht ihr denn da 65 Hörfunkwellen? So, dann fangen wir jetzt mal an, weil wir hier im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks sind. Wollen wir MDR Thüringen streichen oder wollen wir MDR Sachsen-Anhalt streichen oder wollen wir MDR Sachsen streichen? Nee, na, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Okay, wollen wir MDR Kultur streichen? Ja, nein. Wollen wir MDR Info streichen? Wollen wir MDR Jump streichen? Wollen wir Sputnik streichen? Also wollen wir den Menschen ihre regionale Identität nehmen? Davon reden wir nämlich, wenn wir über 65 Hörfunkwellen reden. Und dann, wenn ich denn immer so frage, dann sage ich, diese Welle darfst du jetzt aber bitte schön nicht streichen. Regionalität hat an der Stelle ihren Preis. Aber diese Regionalität möchte ich nicht missen. Ich möchte weder regionale Kultur missen, noch regionale Information oder eben auch entsprechende Berichterstattung. Ja, und auch regional wollen die Leute auch ihren Sender haben, der sie durch den Tag begleitet und ihnen vielleicht auch hier und da mal gute Laune macht. Das ist Regionalität. Das heißt, nah bei den Menschen zu sein. Ja. Ich gebe es nur zu Protokoll, wir haben noch 10 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt sozusagen in die Zielgerade der Diskussion und jetzt wäre auch, glaube ich, nochmal ein guter Punkt, auch Ihre Grundhaltung zusammenzufassen, wie Sie sich dieses, worauf wir uns in der Diskussion ja eben schon eigentlich eingeschwungen hatten, dieses geordnete aktuelle Verfahren zu einem geordneten, durch Bürgerinnen und Bürger akzeptierten Ende bringen, weil das ist ja letzten Endes die Aufgabe der Politik, wenn sie es durchgibt. 10 Minuten haben wir. Ich versuch mal einen Einstieg. Also die Politik hat sich, und man muss vorsichtig sein, die Politik klingt immer so
intergalaktisch global für alle. Und das ist auch sehr ungerecht, weil natürlich es zur Demokratie gehört, dass darin diskutiert wird. Aber einige Länder haben sich aus meiner Sicht ohne Not eingegraben. Hätte man von Anfang an die Diskussion im Positiven geführt, welche Vorteile damit verbunden wären, statt sie permanent mit dem Beitrag und einem Begriff wie Beitragsstabilität zu verknüpfen, den es im ganzen Verfahren nicht gibt, sondern der politisch erfunden worden ist, weil man geglaubt hat, damit sich möglicherweise irgendwo andienen zu können. Das hat aber nichts mit Rundfunkpolitik zu tun, das sind andere politische Gründe. Im idealtypischen Sinne darum gerungen, voranzukommen. Durch die permanente Verknüpfung mit den 58 Cent entsteht aber immer wieder die Blockadehaltung. Und man kommt nicht aus diesem Dilemma raus, dass man die eine Blockade nicht abschütteln kann und deswegen im anderen nicht wirklich vorankommt. Weil alles unter diesem Aspekt, oh Gott, 58 Cent und die Beitragsstabilität ist verletzt. Wir haben Beitragsstabilität seit 2009, nämlich dass wir 2009 17,98 Euro hatten und jetzt 18,36 Euro. Und wenn alles so kommt wie geplant, 18,94 Euro. Wir reden über 0,26% Steigerung. In 20 Jahren, sagen Sie mir eine andere Einrichtung, die nominell 20 Jahre lang eine Steigerung von 0,26% pro Jahr hatte. Real ist das ein Rückgang in der Kaufkraft. Da reden wir locker mal über 25%. Die müssen Sie effizienzgewinnemäßig erwirtschaften. Das heißt jetzt nicht, ich rede hier den Rücken für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, euch geht's gut, ihr müsst nichts tun. Nein, dieser Druck muss permanent ausgehalten und umgesetzt werden. Wenn man mehr will, muss man grundsätzliche Strukturen haben. Die kann man nicht an eine 58-Cent-Diskussion knüpfen. Die hat nichts damit zu tun. Und wenn wir die trennen, dann können wir uns fragen, wollen wir Föderalismus, wollen wir, und das mal ist ganz platt, wollen wir in Halle und in Magdeburg zwei Standorte haben oder ist das eine nicht denkbare Situation, wie die Politik sagt, die genauso sagt, aber keinen Cent darf es mehr kosten. Und so können wir die Spielchen durchspielen. Das ist Florians Prinzip. Lieber heiliger Florian, schützt mein Haus, zünd andere an. Und damit kommen wir nicht weiter. Das heißt, was wir brauchen ist, lassen Sie uns eines mit Vertrauen auf Rechtsstaatlichkeit beenden und lassen Sie uns parallel die Diskussion, die mit Herzblut geführt wird, dazu führen, dass wir diesen lebendigen Diskussionsstil und den lebendig öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Dualität mit dem Privaten haben werden. Dann mache ich mir um den Standort Deutschland keine Sorgen. Anders denke ich an andere Länder, die mir mehr Sorgen machen. Ich sagte eingangs, der Ball liegt inzwischen ein bisschen zwischen der KEF und der Politik. Ich finde, wir haben noch 5 Minuten. Die Schlussworte sollten die Politik auch haben, weil da liegt ja jetzt der Ball. Und Sie haben es ja eben auch deutlich gemacht, da liegt auch die Verantwortung aus doch einem sehr heterogenen parlamentarischen Stimmungsgemenge, was aus Folklore besteht, aus Stammtisch, aber auch aus sehr sachlich begründeten Punkten, jetzt ein rundes Ding zu machen, was in dem von Herrn Detzel auch geforderten geordneten Weg weitergeht, dass da auch wieder ein bisschen Ruhe in die Gesellschaft einkehrt, im Sinne von nicht jetzt ist Ruhe im Karton, sondern jetzt haben wir wirklich eine sachkundige, gute Lösung gefunden. Eine ganz schwierige Aufgabe, also ich beneide Sie nicht wirklich drum, ganz ehrlich. Wie lösen Sie diesen gordischen Knoten jetzt? Na, ich glaube, wir haben Sie ja schon ganz gut, weiß nicht, ob es gut, ob es alle so sehen, wir haben Sie strukturiert, diese Aufgabe. Ja? Wir haben sehen ziemlich klar vor Augen, wo Reformbedarfe sind. Da sind wir uns auch übrigens ziemlich einig mit den Intendanten. Ist ja nicht so, dass wir da nicht auch im Austausch sind, im Gespräch. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl auch, wie das die Fachwelt sieht. Das hat nochmal dieser Zukunftsrat gezeigt und viele andere Gespräche. Und jetzt ist es an der Politik, auch einen Vorschlag zu erarbeiten. Und da sind wir jetzt dran. Und ich glaube, das, was da vorgelegt werden wird im Herbst, schon das Potenzial hat, dieses System auch zukunftsgerecht aufzustellen. Das sagt sich immer so, zukunftsgerecht dort. Das ist wirklich sagen, eine Voraussetzung, im digitalen Zeitalter anzukommen, diese Chancen des Digitalen auch viel, viel stärker als in der Vergangenheit zu nutzen, um damit eine effiziente Struktur zu schaffen für die ARD, ZDF, Deutschlandfunk, individuell, aber auch zusammen für diesen gesamten Öffentlich-Rechtlichen. Immer im Blick, dass es auch ein privates System in einer dualen Medienordnung gibt, weil alles, was wir in dem Bereich tun, unmittelbar Auswirkungen natürlich auch in den privaten Sektor hinein hat dort. Ja. So. Ich glaube, dass wir damit auch viel der Kritik
abnehmen, die an vielen Stellen geäußert worden ist, und dass wir dann einen Staatsvertrag haben, dass wir dann darauf aufbauend ein Verfahren haben, mit dem wir dann auch in eine Beitragsfestsetzung hineinkommen. Und ich optimistisch bin, dass wir dann auch all diejenigen, die jetzt gerade im Länderkreis sehr skeptisch sind, dass wir die dann auch mitnehmen auf diesem Weg und wir dann auch innerhalb unseres Verfahrens, und dafür würde ich sehr, sehr für werben, dass wir genau dieses Verfahren, wie es Karlsruhe beschrieben hat, mit der KEF an der Stelle dann auch genau so nutzen, es damit auch stark machen, weil es uns schützt, schützt die Politik, die Anstalten dort, und dass wir dann mit diesem Verfahren dann auch den künftigen Beitrag festlegen dort. Das wird nicht zum 01.01.25 sein. Schöner Begriff, das elastisch zu sehen. So, da sind wir uns, wir wissen auch, wie wir diese Phase dann 25, 26 finanziell absichern, weil es Rücklagen gibt dort. Und dass wir diese Zeit jetzt nutzen, um dann ab wahrscheinlich 01.01.27 einen neuen Beitrag festzusetzen. Politik ist in der Diskussion und ich wünsche mir zwei Sachen, die jetzt hier über den Sommer auf der Agenda stehen, ist, dass wir unsere hohe Schlagzahl an dem Reformstaatsvertrag beibehalten. Wir arbeiten wirklich schon konkret am Text. Vieles, was der Zukunftsrat uns vorgeschlagen hat, wird in Worte gegossen. Wir ringen noch daran, wie wir den Auftrag, und Herr Detzel sagt es ja zu Recht, das, was wir bestellen, muss geliefert werden, wie wir das formulieren und an welchen Stellen wir das formulieren. Und dann brauchen wir einen Diskursprozess mit den Anstalten, mit verschiedenen anderen. Wir reden auch mit dem Privaten in der nächsten Rundfunkkommission, weil das System ist ja eines, was sich auch gegenseitig bedingt. Ich wünsche mir aber auch, dass das, was uns was wert ist, wir auch finanzieren, und Qualitätsjournalismus ist mir was wert, und ich wünsche mir auch, dass wir in dem Verfahren bleiben. Und beim Verfahren bleiben bedeutet, dass wir uns jetzt auch parallel zum Reformstaatsvertrag auch mit der Beitragsempfehlung von der KEF auseinandersetzen müssen. Und wir wissen, dass die KEF alle 2 Jahre uns Berichte vorlegt und dass die Reformen, die vorgelegt werden, wahrscheinlich ja auch nicht unmittelbar gelten werden. Wenn beispielsweise, als wir damals Funk geschaffen haben, wurden 2 Spartenkanäle eingestellt. Das war dann ein Prozess, der zog sich, glaube ich, muss Karin Brieden anschauen, über 1,5 Jahre oder sowas hinweg oder fast 2. Das heißt, etwas abschalten, die Plattform neu aufbauen und vielleicht was anderes abschalten, geht nicht innerhalb von 2 Monaten. Deshalb ist der Jahreszeitraum gut. Also ich wünsche mir, wir bleiben im rechtsstaatlichen Verfahren, wir beschäftigen uns mit der Beitragsempfehlung von der KEF, weil ansonsten steht ich will nicht den Elefanten diffamieren, aber es steht natürlich der Geist in der Flasche im Raum, dass wenn wir Länder es unterlassen, es war ja nicht so, dass ein Landtag das abgelehnt hat, sondern ein Land hatte unterlassen, über die Beitragsempfehlung abzustimmen. Wenn wir Länder es unterlassen würden, uns mit diesem Verfahren im dritten Schritt auseinanderzusetzen, würde natürlich eine andere Folge greifen, nämlich die des gerichtlichen Weges. Und ich wünsche mir hier das Primat der Politik, lieber Oliver, dass wir in der Politik die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das können wir auch hinkriegen. Ich danke Ihnen allen hier oben für diese empathischen, zu dem anderen hin gerichteten Worte, für diese harte Auseinandersetzung, für diese kontroverse Auseinandersetzung, für diesen Wunsch nach geordnetem Verfahren. Ich glaube, das ist das, was es jetzt auch vor allem braucht, was eben auch tragfähig ist, damit es in den Parlamenten akzeptiert wird, dauerhaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen zu Hause, Ihnen hier im Saal. Einen schönen Tag.